In unserer Arbeitsgemeinschaft wirkten Frau Dr. Maria Erb von der Utbeschlurand-Universität mit, dann Frau Katalin Berek aus Schomberg, Kindergärtnerin in Mohács, Frau Adrienne Siegrist aus Fünfkirchen aus dem Valeria-Koch-Schulzentrum, Mira Gölz, Schulleiterin in Wudiges, Budakeszi, Ivoja Sachs, Bildungsreferentin der LDU, sowie Theresia Sauter, die Hauptdirektorin des Ungarndeutschen Bildungszentrums in Beuja. Alfred Manz, ebenfalls aus Beuja vom Ungarndeutschen Bildungszentrum, und auch Ivoja Engländer-Hock, die Vorsitzende der LDU, hat uns bei der Arbeit geholfen. Die wichtigsten Themen, die Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit dem Aufbau, mit den Aufgaben in den vier Handlungsbereichen der Strategie. Das heißt, da ging es um Organisationsfragen, um die Effektivität, um die Qualität und die Integrationsfragen. Wir führten Diskussionen darüber, wie die Organisationsstruktur der ungarndeutschen Bildungseinrichtungen optimiert werden kann, sowie wie dann die Vernetzung noch besser gemacht werden kann, wie die Effektivität und die qualitative Arbeit, der Sprachgebrauch und der Spracherwerbsprozess gefördert werden können. Viele Ziele konnten teilweise verwirklicht werden, manche ganz durchgeführt werden. Zuerst möchte ich die in die Trägerschaft übernommenen Bildungseinrichtungen erwähnen. Von 49 Selbstverwaltungen sind 69 Bildungseinrichtungen, also Kindergärten und Grundschulen, übernommen werden. Das Stipendienprogramm war auch eine erfolgreiche Initiative. Da ging es darum, dass die Zahl der Deutschpädagoginnen und Pädagogen erhöht werden kann. Mehr als 400 Studentinnen und Studenten bekamen das Stipendium. Allerdings sieht man jetzt die Wirkung noch nicht, was die Anmeldungen an den Hochschulen in dem Schuljahr 2021/22 erfolgt ist. Dann weitere Zielsetzungen und Ziele, die verwirklicht werden konnten. Ein Thema war der Übergang. Den Übergang erleichtern, und zwar vom Kindergarten in der Unterstufe der Grundschule, beziehungsweise aus der Unterstufe in die Oberstufe. Dazu wurde in einer Arbeitsgruppe gearbeitet, Empfehlungen, Vorschläge sind erarbeitet worden, und diese sind auch gedruckt erschienen in mehreren Broschürenheften. Sehr viele Kolleginnen und Kollegen haben an der Erarbeitung der Kompetenzmodelle gearbeitet. Die Kompetenzmodelle, das sind ja die Kann-Beschreibungen für den zwei- und einsprachigen Unterrichtstyp, Schultyp, wurden die Kompetenzmodelle erarbeitet, und auch für den traditionellen Nationalitätenunterricht, also für den Spracheunterrichtenden Typ auch. Und auch in manchen Bereichen für den deutschsprachigen Fachunterricht. Dabei geht es darum, über welche Kompetenzen sollen die Schülerinnen und Schüler am Ende der 4., 6., 8., 10. und 12. Klasse verfügen,
um dann versetzt werden zu können. In vier Bereichen sind die also ausgearbeitet worden: im sprachlichen Handlungsbereich, im landeskundlich interkulturellen Bereich, in dem linguistischen Bereich und auch Methodenkompetenzen sind formuliert worden. Eng damit hängt es auch zusammen, dass die Richtlinien für den Nationalitätenunterricht sowie die Rahmenlehrpläne für beide Schultypen und auch die Ortslehrpläne den neuen staatlichen Regelungen angepasst werden konnten. Wir wissen ja, ein neuer nationaler Grundlehrplan wurde eingeführt und die, im Nationalitätenbereich mussten die Regelungen alle neu, wenn auch nicht ganz neu geschrieben, aber angepasst werden. Sehr erfolgreich war das Projekt unter dem Motto Aktive Gemeinschaften. Arbeiteten die Selbstverwaltungen, Vereine und Bildungseinrichtungen zusammen. Und zwar um außerschulische Lernmöglichkeiten zu sichern und dieses außerschulische Lernen zu fördern. In diesem Bereich sind dann die Lehrpfade entstanden. 8 Lehrpfade an ungarndeutschen Ortschaften und auch ein Landeslehrpfad der ungarndeutschen. Und in diesem Jahr sollen ja auch noch weitere 3 übergeben werden. In unserer Bildungsstrategie stand, dass wir die Zahl der einsprachigen Kindergärten sowie die Zahl der zweisprachigen Grundschulen erhöhen möchten. Also im Wesentlichen können wir sagen, dass wir dieses Ziel nicht verwirklichen konnten. Sicherlich gibt es da viele Gründe dafür. Vor allem, es mangelt an den Fachlehrern, an den gut ausgebildeten deutschsprachigen Fachlehrern. Also da geht es auch um Kindergärtnerinnen, beziehungsweise vor allem, was den deutschsprachigen Fachunterricht betrifft. Hier müssen wir vieles nachholen. Die landesweite Kompetenzmessung, die geplant wurde in den Grundschulen, im Bereich Leseverstehen konnte auch nicht verwirklicht werden. Da fehlte es an validierten Messinstrumenten. Der Ausbau eines eigenen Qualitätssicherungssystems konnte nicht verwirklicht werden. Damals, als die Strategie gestartet wurde, gab es noch in dem ungarischen System kein ausgearbeitetes Qualitätssicherungssystem. Da dachten wir in unserer Strategie, dass die LDU so ein System für sich selbst ausarbeitet. Mittlerweile wurde aber staatlich das eingeführt, also parallel wäre das nicht angebracht gewesen, wenn 2 Systeme funktioniert hätten. Das Problem ist aber, dass in dem staatlichen Qualitätssicherungssystem die spezifischen Nationalitätenaspekte nicht aufgenommen worden sind. Und das wäre vielleicht ein Ziel für unsere nächste, für die nächsten 5 Jahre, das zu verwirklichen. Ja, und im allgemeinen Sprachgebrauch der deutschen Sprache konnte bis auf einige positive Beispiele im schulischen und im außerschulischen Bereich, also der Sprachgebrauch nicht richtig, nicht in dem gewünschten Maße, sagen wir mal, verbreitet werden. Eine
ein Problem, das nach wie vor ein Problem im ungarischen Bildungswesen bleibt, glaube ich. Die meisten Projekte sollten fortgeführt werden, und zwar das Stipendienprogramm, eindeutig dann die Übernahme von weiteren Bildungseinrichtungen in die eigene Trägerschaft, allerdings nur dann, wenn diese den Kriterien der LDU, den Übernahmekriterien entsprechen. Weitere Kompetenzmodelle sollen ausgearbeitet werden in neuen Bereichen, also im Fach Volkskunde, in der Literatur und auch in weiteren DFU-Bereichen. Das Lehrpfadprojekt wird fortgesetzt. Es ist, wie ich schon gesagt habe, sehr erfolgreich. Der Ausbau des Netzwerkes der ungarn-deutschen Bildungseinrichtungen wollen wir weiterführen. Die in den Bildungseinrichtungen verschiedene Bildungsformen möchten wir verankern. Dann im Qualitätssicherungssystem, wie ich schon erwähnt habe, möchten wir die spezifischen Nationalitäten, Aspekte verankern und integrieren. Und im Allgemeinen, in allen Unterrichtsbildungsbereichen, sei es Kindergarten und vor allem in dem deutschsprachigen Fachunterricht, möchten wir Spezialmodelle und Pakete ausarbeiten, um die alltägliche Arbeit der Pädagogen zu erleichtern.